Wie sieht die Küche der Zukunft aus? Dieser Frage sind Studentinnen und Studenten auf Basis einer Umfrage gemeinsam mit der Kreis Anja Scheible Stiftung, den Küchenspezialisten und der Küchenindustrie nachgegangen. Wir konnten die Studenten so begeistern davon, die Küche im Mittelpunkt des Lebens Projekte zu machen, dass sich 42 Studentengruppen mit diesem Projekt auseinandergesetzt haben. Phänomenal, das haben die Hochschulen nie gehabt. Schon jetzt finden wir Ideen der Studierenden in den Produkten der Küchenindustrie. Grund genug für die der Kreis Anja Scheible Stiftung, die besten Entwürfe der Hochschulen Furtwangen und Wismar und deren beteiligten Studenten mit dem Stiftungspreis 2017 auf der Fachmesse Living Kitchen in Köln auszuzeichnen. Entwickelt wurden individuelle Küchen wie der Bio-Kocher, der Lässig-Kocher, der Genuss-Kocher und der Clever-Kocher. In diesem Projekt ging es jetzt hauptsächlich darum, dass wir uns mal die Frage gestellt haben, wie wird die Küche von morgen wohl aussehen? Und zwar nicht aus einer technischen Perspektive, sondern aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Also es war sehr interessant, mal mit Experten aus einer ganz anderen Branche zusammenarbeiten. Und ich würde das auf jeden Fall unseren Nachfolgern wieder sehr empfehlen, dieses Projekt weiterzuführen. Unsere Hochschule legt eigentlich Wert darauf, dass wir viele praktische Projekte machen. Und am Ende des Jahres gibt es auch immer eine Jahresausstellung bei uns an der Hochschule, wo wir auch die Sachen praktisch darstellen. Also das dann mal auf Messe zu sehen in 1:1 ist natürlich der absolute Wahnsinn für mich persönlich. Ich habe jetzt an dem Mobilo 2 Jahre mitgearbeitet und es ist sehr, sehr schön, dass wir da Unterstützung von der Firma Hettich dann hatten. Der Stiftungspreis würdigt dabei insbesondere die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen Design, Innenarchitektur und angewandte Gesundheitswissenschaften sowie den Industriepartnern und Küchenspezialisten. Das nächste Stiftungsprojekt ist in Planung und deren Inhalte werden im Frühjahr 2017 entwickelt und kommuniziert. Die Preisverleihung erfolgt dann im Rahmen der Living Kitchen 2019.